Zwischen 10% und 25% der Jugendlichen entscheiden sich nach der Pflichtschule für den falschen Lehrberuf. Und weitere 10% bis 15% machen nach dem Pflichtschulabschluss gar keine Ausbildung. Darum hat Landtagspräsident Viktor Siegel das Jobcoaching im Jahr 2006 ins Leben gerufen. Dadurch, dass die Jobcoaches eine sehr enge Beziehung zur Wirtschaft auch haben, also die Betriebe kennen, zusammen mit der Wirtschaftskammer hier ein Netzwerk bilden, ist natürlich der Riesenvorteil der, dass die Jobcoaches rechtzeitig wissen, wo sind denn die Bedarfe der Wirtschaft? Was wird denn nachgefragt in der jeweiligen Region, im jeweiligen Ort, im jeweiligen Bezirk? Und können dann die Talente der Jugend entsprechend abfragen. Und wenn das zusammenpasst, Bedarf und Talent, dann ist im Wahrheit ein Optimum für die Wirtschaft und auch für den jungen Menschen erreicht. Und genau dort wollten wir hin, diese Treffsicherheit sollten uns die Jobcoaches geben. Bis heute haben über 11.000 Jugendliche das Service in Anspruch genommen. Ungefähr die Hälfte von ihnen hat eine Lehre begonnen, was mich als Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsreferent besonders freut. Und wir haben so zwischen 500 und 600 Jugendliche im Jahr, die durch das Jobcoaching gehen. Also das ist schon eine fixe Einrichtung geworden. Und ich bin sehr froh, dass das damals, vor 10 Jahren, von meinem Vorgänger Viktor Siegel gegründet wurde. Mittlerweile unterstützen 35 Jobcoaches Jugendliche in ganz Oberösterreich bei der Suche nach ihrem Traumberuf. Die meisten Jugendlichen sind einfach vor einer Situation, wo sie nicht genau wissen, wie geht es weiter. Welche Möglichkeiten haben sie im Berufsleben? Welche Weichen sollen sie stellen? Geht es eher Richtung Schule? Geht es eher Richtung Lehre? Also wir machen auch Bildungsberatung, wo beide Ausbildungswege diskutiert werden. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die einfach notwendig sind in einem Coaching-Prozess, aber manchmal bedarf es einfach einer längeren Phase des Coachings. Nach einem ersten Gespräch mit einem Berufsberater des Jugendservice wird eine Potenzialanalyse gemacht, die Aufschluss darüber geben soll, welche Berufe für den Jugendlichen geeignet sind. Und danach geht's auch gleich ans Bewerben. Wir haben besprochen, wie man zum Beispiel Bewerbungsschreiben schreibt, wie man einen Lebenslauf macht und wie man ein Bewerbungsgespräch führt. Eva hat ihre Lehre als Bürokauffrau am 5. September begonnen und auch Jasprit ist begeistert von der kompetenten Beratung und Hilfe. Also ich bin eigentlich von Indien gekommen und von mir war es schwer, einen Job zu suchen, also eine Lehrlinge. Und darum bin ich zu Jugendservice gegangen und die Leute sind echt nett und die haben mich viel geholfen. Ja. Ich mache jetzt einen Tischlerberuf, also bin Tischlerlehrling. Das Jobcoaching können alle Jugendlichen in oder nach der 9. Schulstufe, aber auch Schulabbrecher in Anspruch nehmen. Nähere Infos gibt's unter www.jugendservice.at.